Hallo und herzlich willkommen zum 10. Tag der 30-Tage-Challenge. Ui, da ist ja mal ordentlich was los hier auf der Straße. Wir kommen gerade vom Fußballspielen. Wie ihr seht, bin ich schon ziemlich sportlich aktiv. Hier ist mein Sportfreund. Du nimmst nicht auf, oder gerade? Nee. Du nimmst auf. Also hey und herzlich willkommen zum 10. Tag der 30-Tage-Challenge. Ich komme gerade vom Fußball. Das ist ein Fan. Boah, ich hasse Fans! Ihr seid doch alle scheiße! Nikolas hat eine gute Anmoderation. Hallo, wer bist du? Ich mag fremde Leute nicht. Abonnieren. Ja. Wie heißt du auf Instagram? Deine Flamme? Ja, dann abonniert einfach deine Flamme. Ja, genau. Tschüss. Na, ihr Schnüsel. Also, wir spielen jetzt noch eine Runde Fußball. Mach ich doch nicht. Immer. Nö. Oh, fuck, du willst nicht. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Hey Leute und herzlich willkommen zum 10. Tag der 30-Tage-Challenge. Ja. Ich halte die Kamera von hier ganz schön weit weg. Es ging gerade nach vorne. Und hier ist ein Ball. Bälle sind rund. So, stopft mal Bälle an. Das ist ein Tutorial jetzt, ja. How to play Fußball. Und zwar wollte ich euch einfach mal zeigen, wie man Ball schießt. Ist natürlich mal wieder ganz klar. Ich zeige euch jetzt hier mal ein Beispiel. Nikolas, heute noch schön der Ball. So. Dazu braucht man auf jeden Fall. Also was man braucht, ist ein Fußballschuh. Ja. Und ein Fußballschuh? Na, ein Ball natürlich von Nike, sonst macht das Ganze keinen Sinn. Genau. Dann, also, wenn ihr keinen Nike-Ball habt, dann könnt ihr direkt nach Hause gehen. Und natürlich auch wichtig dazu Nike-Schuhe. Weil sonst vertragen die sich nicht im Köln. Und dann macht ihr euren Fuß. Also euren Nike-Schuh, genau auf den Ball und dann schießt ihr. Hoverboard, ja. Guck, das ist wunderbar. Das neue Hoverboard. Leute, heute ist das Thema E-Zahnbürsten. Und wir wollten euch einfach mal noch die Meinung, nach eurer Meinung fragen. Die könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben. Marcel, wie findest du, sind E-Zahnbürsten? Bist du nicht aufs Bild? Ich bin doch dein Fan. Ach so, natürlich. Ach so, okay, dann nochmal. Ne? Also Leute, mein heutiges Thema ist elektrische Zahnbürsten. Und zwar habe ich mir überlegt, dass eigentlich... Bist du nicht dieser Bene, dieser berühmte YouTuber? Darf ich ein Foto mit dir machen? Ja. So, was will ich jetzt damit machen? Ich meine, ich bin ja jetzt so sonderlich berühmt. Ich will ein Video mit machen. Ja, ich wollte gerade über Zahnbürsten reden. Oh, perfekt. Das ist genau mein Thema. Echt? Ja. Warum ist das genau dein Thema? Kennst du dich damit aus, mit Zahnbürsten? Ja, ich habe zu Hause 200 Stück von jeder Marke. Okay, das ist natürlich super. Und zwar? Ich habe einen Zweitkanal, ob ihr mich Zahnbürsten festmacht. Und Zahnbürsten vergleiche, Link in der Beschreibung. Auf jeden Fall habe ich mir überlegt, dass eigentlich ja elektrische Zahnbürsten schon ziemlich cool sind. Weil du dir damit echt Arbeit sparst eigentlich. Du musst nicht so hart draufdrücken und eigentlich sollten die Zähne damit sauberer werden? Ich weiß nicht, was meinst du dazu? Kommt drauf an, wie intensiv man putzt. Ja, das stimmt, aber meistens ist da ja noch so eine Zeitanzeige dabei oder bei manchen Zahnbürsten, wie lange man putzt und wo man noch nachputzen muss und so. Das finde ich zum Beispiel auch cool, das hast du bei der manuellen Zahnbürste nicht, also bei der Handzahnbürste. Ich finde allerdings, dass die halt Strom verbrauchen, also wenn du es jetzt zum Beispiel vergisst aufzuladen, über Nacht oder so, dann hast du sie morgens halt nicht. Das ist automatisch aufgestehen in dem Ladedings.
Nein, bei meiner musst du das jetzt reinstecken. Hey, warum steht das immer da drin? Du musst auf den Rücken raus. Nee, bei mir nicht. Ich bin zwar nett, aber ich halt da ein. Also bei mir sieht es so aus, dass man sie halt laden kann oder nicht. Und das stört mich ja zum Beispiel ein bisschen. Kannst du, wo man ja zum Beispiel das... Ja, genau, ja. Dass die LED, die den Batteriestand anzeigt, bei einer Zahnbürste so viel Akku verbraucht. Wollt ihr auch mit Benedikt ein Video machen? Seine Handynummer ist die. Dass man dann eben nochmal damit putzen könnte, was natürlich kein bisschen scheiße gelabert ist oder so, nein. Zahnwischen ist ein wichtiges Thema. Bevor man sich einen Zahnwisch anschafft, muss man sich genauestens informieren. Mhm. Sonst kauft man einen Fehlkauf. Und ich finde halt auch, Zahnbürste muss genau auf deinen Mund abgestimmt sein. Also ihr merkt, mein Fan ist auf jeden Fall witzig drauf. Was wollte ich denn jetzt sagen? Also genau. Bei manuellen Zahnbürsten muss man halt schauen, dass man halt überall irgendwie gescheit putzt. Ja, aber das kannst du dir anzeigen lassen. Okay, gut. Ja, was magst du noch dazu sagen? Also ich finde eigentlich jetzt ganz praktisch, eine elektrische Zahnbürste zu haben. Ich putze aber lieber auf manueller Zahnbürste, weil ich damit einfach irgendwie besser klarkomme. Ich weiß nicht. Wie ist da deine Einschätzung so? Wie ist da deine Einschätzung so? Ich hab gerade eine Entschuldigung. Ja, gut. Ich hab gefragt, ob du lieber mit Handfahren oder manuell. Weil so das Gefühl so übermittelt wird, oder das soll ich sagen? Nee, wenn man so das Bau benutzt, dann weiß man nie, wer welchen Aufsatz ist. Obwohl es solche Gefahrbringer gibt, merke ich mir das nie. Das ist natürlich ein starkes Punkt. Da kann man nichts dagegen tun. Nee. Leute, das war's dann auch schon mit dem Video. Machst du da noch ein Video? Okay, dann machen wir das so. Jetzt musst du das bis morgen. Bis morgen. Okay, dann laden wir morgen beide das Video um 8 Uhr hoch und bringen uns da gegenseitig. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Ciao.